Frau Ministerin, warum sind Sie heute hier? Was ist dies für eine Veranstaltung? Wir sind heute hier oder ich bin heute hier, weil wir als Landesregierung das hier eben unterstützen, dass eben 70 Personen aus der Ukraine hier bei diesem Kinderferienprogramm mit dabei sind. Genauso unterstützt auch die Organisation We Are All Ukrainians mit Frau Klitschko diese Aktion und auch der Jugendverband hier in Neumünster und die Stadt Neumünster. Von daher sind wir heute tatsächlich alle hier, um uns davon Bild zu machen. Ja, das ist eine wunderschöne Veranstaltung von Neumünster und die haben geschafft mit Hilfe von We Are All Ukrainians, die ich auch extern unterstütze, die haben das ermöglicht und dank auch Staat und auch Spenden von Menschen, das zweiwöchige Sommercamp für Kinder von der Ukraine zu erschaffen, zu ermöglichen. Und ich hier ein Teil von Gesangworkshop und mit Kindern einfach zu singen, einfach Spaß zu haben, einfach die abzulenken von die alle Erlebnisse, die die haben in der Ukraine durchgemacht. Ja, einfach viel wie mehr wie möglich Positivität für die Kinder, dass die endlich mal vielleicht für 2 Wochen einfach lachen können und Krieg vergessen können. Ich bin total froh, dass Sie alle, dass ihr alle heute hier und für die nächsten 2 Wochen in Neumünster sein werdet. Ich glaube, für uns alle ist es ganz schwer, uns vorzustellen, wie die Situation für euch alle ist. Und deswegen möchte ich im Namen von meinen Kolleginnen hier in der Politik in Schleswig-Holstein, aber auch in Deutschland sagen, dass wir mit allem, was wir haben, immer an eurer Seite sein werden. Und versuchen, das zu tun, was euch hilft, weil das, was gerade in der Ukraine passiert, nicht fair ist. Und es fällt einem nicht leicht, in eure Augen zu blicken, die ganz deutlich zeigen, was für einen Schmerz ihr eben habt. Und ich möchte euch wirklich sagen, wir stehen mit allem, was wir haben, an eurer Seite. Ihr alle habt ein Leben, eine Kindheit, eine Jugend und ein Erwachsenwerden verdient, das frei ist vom Krieg. Welchen Eindruck haben Sie von den Kindern? Die Kinder sind unglaublich, die sind so cool und es ist so faszinierend zu sehen, wie schnell die sich regenerieren, wie schnell die sich rehabilitieren und wie viel Freude die haben, einfach hier zu sein und keine Sirenen zu hören, einfach Sonne zu genießen und singen, ohne Ende singen und Spaß zu haben, tanzen und ich bin so positiv aufgeladen, ich kann noch weiter tanzen und singen und ja, es ist aber klar, wenn man guckt in die Augen, dann kommen manchmal die Tränen bei Kindern, weil klar, was ist in der Ukraine passiert, das ist schrecklich. Aber wir schaffen mindestens für 2 Wochen, die glücklich zu machen. Jetzt haben wir über die Kinder gesprochen. Wie geht es Ihnen? Mittlerweile geht es mir auch fein, weil Leben geht es weiter. Und besonders bei solchen Events oder bei solchen Veranstaltungen, du bekommst so viel positive Energie zurück, dass man kann nur froh sein, dass Leben geht es weiter und uns geht ganz gut. Und das bringt mir so viel Motivation, weiterzumachen, weiter aufstehen und weiter laut zu sein und weiter Menschen zu motivieren. Bitte helfen Sie ohne euch, ohne eure Spende oder eure Unterstützung. Solche Projekte würden nicht möglich stattzufinden. Ein Wort noch zu We Are All Ukrainians. Was ist das? We Are All Ukrainians, das ist Foundation, das ist ein gegründet von Wladimir Klitschko und es ist hier in Deutschland und natürlich in direkter Kontakt mit Kiew und deswegen, die sind immer up to date, was es benötigt ist und ja, und zusammen die schaffen die Projekte, die nicht nur da sind, nicht nur in der Ukraine, aber auch ganz viel hier für die Menschen oder für die Kinder, die fliehen und die Schutz suchen. Dank We Are All Ukrainians solche Projekte stattfinden.
Kann man darüber spenden, wenn man die Adresse kennt? Ja, natürlich. Ja, klar. Man kann ganz leicht gehen auf der Webseite We Are All Ukrainians und da findet man ganze Informationen, welche Projekte werden gefördert, was ist benötigt, welche Spende und so weiter. Und da kann man alles, alles finden. Bitte spenden. We are all Ukrainians.